So, gut. Da sind wir. Raus. Hier raus. Einsame? Oh, das war das zweite Tagebuch. Lol. Na dann. Da muss ich gerade noch mal ein bisschen die Empfindlichkeit runterdrehen. Hier ist noch ein bisschen. Sammlungen. Und das Tagebuch. Jetzt war es der hier, ne? Aschat 1986. Heute gab es wieder einen brutalen Kampf gegen die Nationalisten. In ihren Reihen kämpften ausländische Kriminelle und sie verfügen über amerikanische Waffen. Monsunregen wird lange brauchen, um das Blut von Tiras Straßen zu waschen. Ich kam lange nach Sonnenuntergang nach Hause und kroch zu Ishwari ins Bett. Doch ohne sie wären wir verloren. Sie spricht direkt mit dem Herzen der Menschen. Sie erinnert mich an unsere ersten vier gemeinsamen Jahre nach der Hochzeit. Wir waren nicht reich, aber glücklich. Es herrschte Frieden. So vieles hatte sich verändert. Dann Daddy. So, wir haben wieder drei Ressourcenpunkte. Dingspunkte. Ein Messer auf einen anderen Gegner zu werfen. One-shotten wir damit? Safe? Oder dann wäre das worth. Füllen das Gegner automatisch. Das ist nett. Und Nachladen ist natürlich auch sexy. Mit der Ehe, um auf einen Elefanten zu reiten? Alter. Heilspritzen verbessern, das wäre worth. Und noch einen. Um ein oder zwei Gegner über dir an einer erklimmbaren Kante aus. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Ich würde aber trotzdem ganz gerne hier raus. Ah, hier. Aber sind wir im Außenposten wahrscheinlich, ne? Muss die Empfindlichkeit aber doch wieder ein bisschen hochstellen. So richtig werde ich da nicht eins mit. Ist denn entweder immer zu viel oder zu wenig? Eins von beidem. So, wir müssten mal gerade gucken, dass wir, Beutelfisch passt voll, ja. Dass wir uns den dritten Waffengurt herstellen können, damit wir auch einen Sniper mitnehmen können. Waffengurt, dreimal Schabrackentapierfell. Auch ein Samba-Fell für die verbesserte Beutetasche wäre auch worth. Jetzt zum ersten Mal so richtig im Freeplay sind. Wenn wir jetzt wahrscheinlich auch Tiere finden, dann hatten wir irgendwie Probleme mit beim letzten Mal. Was haben wir da hinten? Was macht er da? Die KI spackt ein bisschen, könnte man meinen. Laufen einfach mal drauf los, da liegt ein totes Tier auf der Straße. Ein Baralfell, das brauchen wir auch bestimmt. Oh, scheiße. Leute, das ist natürlich fast voll, ne? Wir kommen da mal ins Inventar rein. Leute, das ist 27, okay. Das welche? Ja, ne? Oh, der lebt noch, aber den haben wir markiert. Ich glaube, das hier sind welche.
Ja. Oh, Munition brauchen wir auch mal bald wieder welche. Da bestimmt auch noch einen letzten. Shit, fucking Nashorn. Wird mich bestimmt nicht angreifen. Brauchen wir für irgendwas Nashörner? Sprengstofftasche, ja. Ah, das ist aber noch nicht so wichtig. Geht mal nicht davon aus, dass wir das Nashorn gleich angreifen wird. Gehen wir mal weiter. Hier ist ja eigentlich auch noch gar nicht das Gebiet der Tapire. Hm, Äffchen. Das ist eins? Nee, hey, das ist einfach nur ein Schwein. Da ist noch eins. Waffengurt. Samba-Fell bräuchten wir noch eins. Das sind die Rehe. Oder Hirschartigen. Hinten. Das Schweinchen, das war Wildschweinhaut, die wir gebraucht haben für die... Irgendwas mit Spritzen, meinte ich. War schon mal gut, dass wir uns jetzt den Sniper holen können. Weil das macht's Jagen dann auch um einiges entspannter. Einfach irgendwas scannen können. Und Muni brauchen wir dann natürlich noch. Sonst Taschen wären dann auch geil. Stinkt hier. Greifst sogar theoretisch an. Oh, hoppa. Wie viel hältst du scheiß viel denn aus? Honigdachsfell, okay. Oh. Damit, jetzt haben wir es verscheucht. Noch eins. Jo, perfekt. Beutetasche. Ach, Honigdachsfell, guck mal, den anderen. Brauchen wir nur noch eins jetzt. Aber auch noch den dritten Waffengurt, das wäre ja ideal. Erstmal, was wir hier haben. Ah, das waren auch Collectibles, glaube ich, ne? Mani-Mühle, ja. Was wir aber nicht mitnehmen dürfen. Jetzt haben wir nämlich keinen Platz mehr im Inventar. Oh, so kein Platz mehr, kein Platz mehr im Inventar. Ah ne, wir haben ja gerade die Beute, die uns erst geskillt. Stimmt. Hallo. Mich nur ein bisschen um. Wie geht's dir, LJ? Ach, alles dürfte. Q.
Kyras Führung. Meine Freunde, ich habe Gerüchte gehört, dass eine Wallfahrt zum Tempel Kyras Führung hoch auf den Klippen im Süden des Sees geplant ist. Der Zugang zu dem Tempel war seit Jahren verboten und der Weg ist inzwischen sehr gefährlich. Wir können uns nicht erlauben, für jeden verlorenen Schrein Ressourcen des goldenen Pfads zu verschwenden. Bitte euch, seid mit dem zufrieden, was ihr hier in Kyras Zuflucht habt. Riskiert nicht eure Gesundheit für irgendeinen alten Tempel. Amita. Ja, jedermann ist wichtig. Das stimmt wohl. Aber wäre jetzt super, wenn wir noch einen Honigdachs finden würden. Was schon abballern könnte. Ja, noch ein Dingsbums brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ne, ist einfach nur Schweinehaut. Okay, ich dachte, das wäre Wildschweinhaut. Aber Wildschweinehaut brauchen wir für die Spritzentasche. Oh, und Schweinehaut brauchen wir für die Beutetasche. Okay. Noch Honigdachsfell wäre natürlich noch stark. Da ist doch bekommen würden! Alter! Du Mistvieh! Junge, ich bin erschrocken. Werf's einfach nicht schon wieder an, oder? Ich habe keine Munition mehr. Okay, der Honigdachs war aber hier nicht verzeichnet tatsächlich in der Area. Wir sind jetzt gleich wieder in Banapur. Gehen wir mal da hoch. Mal, vielleicht nehmen wir noch was auf dem Weg mit. Können da sonst mal shoppen. Natürlich, wir sehen jetzt immer noch einen Honigdachs, da ist er. Kann ich aber auch einfach messern. Was sag ich, lass mich doch jetzt nicht von einem Honigdachs töten, oder? Wo sein? Wo sein? Ah, da. Er kullert weg. Und ein Auto. Okay, das sind Freunde. Ja, dann machen wir den dritten auch direkt, ne? Perfekt. Da brauchen wir jetzt noch aktuell Sambale. Nö. Ganze Menge Wildschwein und Schweinhaut. Ja, nee, wenn wir jetzt einen Sniper haben, dann geht das auch mit dem Jagen um einiges besser. Mal irgendwie was Großkalibriges wie eine RPG oder sowas mitnehmen. Was Vollautomatisches zum Reinfighten. Also irgendwie was gegen Fahrzeuge, Artillerie so mäßig. Masken von Yalung. Wir suchen immer noch den Verantwortlichen für die aktuelle Mordserie. In der Zwischenzeit bitten wir alle Mitglieder des Goldenen Pfads, Masken des Dämonen Yalung in der Nähe der Tatorte gefunden werden, zu entfernen oder zu vernichten. Gelten Schächts oben sollen nicht länger als nötig dort liegen bleiben. Sabau. Ah ja. Muss man gerade verkaufen, den ganzen unnötigen Klumperquatsch. Abends Notiz haben wir noch hier. AJ, mein Sohn, ich habe dir noch so viel zu sagen, doch mir bleibt keine Zeit. Ich bitte dich, bring mich zurück nach Lakshmana.
Die Reise dorthin wird dich mehr lehren, als ich es je vermochte. Ich liebe dich und werde immer bei dir sein. Mumm. Ich kann sogar theoretisch für 200 Dollar verkaufen. Aber nein, machen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal kicken. Auf jeden Fall nehmen wir einen Sniper mit. Wir können auch schon theoretisch eine RPG kaufen. M700 können wir aktuell noch nicht. 6 weitere Glockentürme. SVD können wir kaufen. Die schalten wir auch nicht kostenlos bei. Aber ich warte keine 6 Glockentürme mehr ab, bis wir die M700 kaufen können. Nehmen wir lieber die hier mit. Können wir da keine Aufsätze drauf machen? Ja, aber Hauptsache wir haben einen Sniper. Nutzt zwar leider nicht allzu viel, wenn die Sniper nicht ein Schalli hat, aber was soll's. Dann noch eine RPG oder sowas als weiteres. Wir können natürlich auch erstmal theoretisch, wir wollen einen Bogen. Ich kann nicht mit Bogen arbeiten. RPG würde ich als weiteres noch mitnehmen. Die brauchen wir noch nicht jetzt kaufen, actually. Was mitnehmen mit einer anderen Munitionsart, also eine Schrotze vielleicht sogar, das wär's. Aber einzigartig, haben wir dann eine Sniper oder so? Ah, hier die AMR. Bin ich freigeschaltet, dauert noch. Hat jetzt keine Schrotze freigeschaltet gerade. Na komm, dann nehmen wir doch den Bogen mit. Hoffentlich haben wir was dabei. Zone einmal auffüllen, sehr schön. Gucken wir mal, was wir auf dem Weg noch jagen können. Federfüllt mal die falsche Taste. Dann goldener Pfad-Mission. Das ist die Kampagnen-Mission, ja. Mission für Herc, das sind die Multiplayer-Missionen. Machen wir uns darüber, gucken mal, wie gesagt, was wir noch mitnehmen können. Panzernashorn. Irgendwo ein Tier oder sowas sehen. Grandios, dass es jetzt wieder Nacht wird. Dazu jagen ist natürlich wieder absolut sinnvoll. Hoppla. Hätte man eigentlich nochmal Spritzen kaufen sollen, ne? Wie stellen wir denn aus Pflanzen Spritzen her? Wir können ja auch welche herstellen. Oder können wir das auch erst nach dem Skillen? Wahrscheinlich auch erst mal am Skillen, ne? Dann generieren sich viel schneller, das ist natürlich auch. Na, wir kriegen das auch schon so hin. Unsere Bale braucht jetzt keine mehr. Honigdachse glaube ich aktuell auch nicht. Ein Schweine wäre halt worth. Schweinehaut. Brauchen wir alleine 4 von. Wildschweinhaut. Auch jede Menge. Wie anti diese kleinen Mist-Tischer sind, ne? Müssen wir den Sniper gerade ausrüsten. Sniper ist 4, okay, das ist kein Spot, wo ich die Sniper haben möchte. Wir können natürlich nicht zoomen, nichts.
Aber sie tut's erstmal zum Atmen. Und ich Dachs. Sind noch Tapire, ne? Ne, die brauchen wir aktuell nicht. Wieder mal nachts auf Jagd gehen, das macht natürlich wieder sehr viel Sinn, aber wir sind gleich hier bei der Quest. Äffchen brauchen wir gerade auch, glaube ich, für nix, ne? Oder nur ein Tapir. Oder Äffchen. Wie viel haben wir eigentlich? 10 plus das, was im. Oh, Schweine! Ja, da hinten ist markiert, den kriegen wir auch so noch. Dann liegt noch einer. Ich glaube, der wurde gerade auf. Ich glaube, der wurde gerade befahren. Ja, das trifft sich ja gut. Das war aber ein Schabrackentapir. Na egal. So, der Köcher mit der Schweinehaut. Oder ne, wir müssen auf noch einen warten, dann können wir noch einen holen, dann können wir bei der Beutetasche machen. Da unten ist auch, glaube ich, ne, ist auch ein Tapir. Ah, dass nicht noch ein Schweinchen war. Das ist ein Nashorn da hinten. Ist das eigentlich friendly oder ist das anti? Das ist friendly, okay. Das tankt ganz schön viel. Ist es tot? Du bist an der Map verschwunden gerade. Wo ist es hin? Alter, wie viel tankt das Mistvieh? Oh, das ist ein Nashorn, ne? Also. Okay, hat jetzt alle meine Kugeln getankt. Okay, das ist es nicht worth. Oh, aber die Schweine sind es wieder worth. Hier in der Zwischenzeit gespawnt sind. Da kann man auch gleich direkt wieder Munition kaufen. Mal N statt M. Oh, Beutetasche. Tigerfischhaut. Wo wir gerade den Köcher basteln. Ja, Nashorn. Ah, nee, die tanken mir zu viel. Müsste eh erstmal nochmal gerade shoppen gehen, um wieder Munition zu kaufen.
Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Und tschüss. Wer auch immer du bist. So, jetzt aber Quest. Panzerball! Nein! Du bist eine Dealerin! Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Erinnerst du mich noch? Worüber streiten sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Zabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt... Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Zabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Oh, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Wow, wir müssen einfach reingelassen. Entscheidungen, Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den Goldenen Pfad. Aber Amita und Zabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen unterstützt deine Entscheidung, wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des Goldenen Pfads ist. Okay, wir haben also die Qual der Wahl. Du kannst jetzt wählen, ob du Amita oder Zabal unterstützt und damit das Schicksal des Goldenen Pfads bestimmt. Lege es dir gut, denn deine Entscheidung wird die nächsten Missionsziele beeinflussen. Ja, Amita und Zabal ist besonders im Zweifel Menschenleben, ganz ehrlich. Zweifel Menschenleben. Also wir können das Angebot noch anhören, okay. Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Okay. Also musst du an einem Schlingst zur Amitas Mission ab. Nein, noch nicht. Wir hören uns erst an, was noch Amita zu sagen hat. Wir haben uns beide Angebote angehört, bevor es abgekackt ist, und nehmen Zabals Mission an. Menschenleben sind wichtiger. Wie kann ich helfen? Können wir auch schon, ja, bla 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 bla. Keine Ahnung wann, aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Jupp. Dann mach dich auf den Weg. Ich hoffe jetzt sehr drauf, Ruf der Rebellen, ich hoffe jetzt sehr drauf, dass Zabal nicht im laufenden Band einfach nur der positive Faktor sein wird und Amita der Antifaktor, sodass wir quasi immer Zabal wählen, sodass wir es ein bisschen abwechselnd machen können. Das wäre zumindest was. Hier steht ein Gyrokopter, wie geil. Passt auch mal, wenn Tau hier rennen müssen tatsächlich. Hier runter. Wollen wir uns erstmal bis zum Glockenturm, wa? So, erstmal den Glockenturm mitnehmen. Hoppla. Ich aus Versehen, Entschuldigung. Oh,
Was? Die Glockentürme, glaube ich, werden nicht bewacht, oder? Cool. Darauf wetten würde ich nicht. Karma. Beende Karma-Ereignis oder drehe Manimühlen, um Karma zu erhalten. Erhöhe das Karma-Level, um Schützenhilfe-Upgrades zu erhalten. Okay, nur Handelsposten preisnachlässig zu halten. Ah. Okay, also wenn wir den Boys helfen, bringen uns das sogar was. Okay. Also mal kurz gucken, da sind aber Gegner, ja. Perfekte Zeit, um unsere Sniper zu testen. Wie komme ich runter? 10, ne? Ja. Hoppla. Landen, weil ich würde danach ganz gerne weiterfliegen. Ja, wir fliegen da von unten weiter. So, erstmal gerade gucken. Probieren wir mal unsere hübsche Sniper aus. Erstmal oben auf dem Turm haben wir keinen. Zelle einen, zwei. Vielleicht ist drin noch wer. Das war der Adler. Hat er gar nicht mitbekommen. Oder ist noch einer? Ach, als ob ich den daneben gesetzt habe. Ja, passt. Adler geht noch ab, okay. Hoppa. Können wir nicht theoretisch einfach mit dem Gyrokopter oben drauf fliegen und drauf landen? Oh, rein theoretisch. Töte die Wachen und rette die Geisel. Wow. Oh Mist, wird gesehen. Er hat die Geisel umgelegt. Alter, wie viel hat denn der getankt, der Boy? Ach, schade, hätte auch klappen können. Oh nein, scheiß Adler. Drecksviecher haben halt auch Jumpscare-Potenzial. Haben. Oh. WG, Stadt der Schmerzen. Satish, du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich Kyrat für ein paar Wochen verlassen und wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Gute Nachricht, du bist dabei. Melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit. Du machst den Titel des Corporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung, manchmal trifft man eine Entscheidung richtig. Paul de Pleu. Anti-Baby-Pille, ja, die brauche ich auch. Eine AK, okay. Poster wird irgendwo oben sein wahrscheinlich. Ich fliege aber jetzt ganz eng um den Gyrokopter hoch. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeit.
Oh. Au. Bist du runtergefallen. Ich dachte, er steigt nach rechts aus. Aber natürlich leben die jetzt wieder, ist ja klar. Natürlich ist jetzt auch der Gyrokopter hier weg. Aber hier hoch. Achso. Dann klettern wir halt den Oldschool Way hoch. Warte. Wackelt hier nicht ganz so krass. Hier auf den Funkturm. Hammerereignis. Okay, haben wir noch einen zweiten Versuch, das Ganze zu schaffen. Gut, müssen wir gleich dran denken, runter zu der Geisel zu gehen. Habe ich schon so schön erzählt, okay. Gut. Naja, es hat sich gleich ausgeleuchtet. Schwer laut hier oben, wenn ich ehrlich bin. So, Klappe halten. Rabins Haus. Wahrscheinlich auch wieder Karma, das. Auch wieder ein paar Boys. Ein Tigerbar. Da wissen wir, wo wir Tigerfälle herbekommen. Das ist sexy. Aber wo genau der Dings war, haben wir jetzt nicht gesehen, ne? Wollen vielleicht nicht unbedingt runterspringen. Kacke, dass wir jetzt unseren Gyrokopter verloren haben. Wir müssen halt noch ein ganz schönes Stückchen, ne? Jetzt gehen wir erstmal gerade zu dem Heini da unten. Hast zwar die Karma Points schon bekommen, aber. Ah, nein, hier ist der Gyrokopter. Ja, das ist auch gut. Ich stoppe befreien? Ja. Wenn du nicht gewesen wärst. Da gibt noch mal ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Okay, wir haben den Gyrokopter noch hier, cool. Hab ich nur, wo die Dings hängt. Das ist doch nicht hier drin. Da hängt's. Okay, da kommen wir nochmal schnell hin gerade. Wird jetzt eigentlich die Geisel, die wir gerade befreit haben, von dem Adler angegriffen? Okay, das ist witzig. Ach, hier müsste es eigentlich sein. Nee, doch, da oben. Da komme ich nicht dran. Ich muss da vielleicht mit dem Gyrokopter anfliegen. Das kann natürlich sein. Ich bin jetzt einfach mal durch die Wand durch. Hier um die Ecke vielleicht.
Oh nein, scheiße. Okay, keine Ahnung, wie wir da rankommen. Au. Vielleicht. Ja, so kommen wir da auch nicht dran. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen. Ne, warte mal. Quest. Als nächstes müssen wir zu dem Glockenturm hier. Aber einfach durchziehen. Das ist ja entspannt hier oben. Heim, der irgendwann mal auf den Sack geht. Die Aussichts, Außenposten, die können wir immerhin mitnehmen, weil wir jetzt ordentlich die Alarmanlagen zerstören können. Das ist jetzt natürlich recht angenehm. Das ist wahrscheinlich ein Höhenmesser, ne? Oder eine Fragezeichenmission. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal vorbei. Man kann nicht auf den Dingern ordentlich landen, aber wenn ich jetzt einfach aussteige. Okay, wir glitschen immer runter. Wir versuchen auch zu landen, wir glitschen auf jeden Fall. Der steigt doch immer auf der Seite aus, wo es am beschissensten ist. Wir glitschen aber auf jeden Fall immer weg und fliegen dann auf die Fresse. Oh, Schlange. Kannst du dich looten? Nein, leider nicht. Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Pagamin möchte alle Untertanen daran erinnern, dass die Glockentürme gehört offiziell zu einem Sicherheitsrisiko und einer Gefahr für Leib und Leben erklärt wurden. Da er von Herzen immer nur das Beste will, befiehlt Pagamin, sich von diesen Todesfallen aus eigener düsteren Vergangenheit fernzuhalten. Möge Pagamin süß, blablabla. Oben hat wer das verdient? Und man tut auf den Turm drauf. Oh, sollten vielleicht dem Bienenstock nicht zu nahe kommen unbedingt? Könnte ungesund werden. Was lag denn da rum? Das ist ja direkt hier vorne anscheinend, aber ich sehe kein. Oh! Oh, hoppla. Naja, wenn der kommt, knall ich ihn ab. Na, guck mal. Hundertfünfzig gibt's davon, alter Schwede.
eine Leiche. Wird irgendwie überfahren, glaube ich, oder so ein Tier. Oh, alle Klappe. Partisanenklinik. Da hing noch ein bisschen Propaganda, habe ich gesehen. Ich loot jetzt nicht den kompletten Dings nochmal ab. Nur um ein. Ich brauche hier dringend Hilfe und zwar schnell. Ich werde jetzt nicht nochmal den kompletten Turm absuchen, um da die letzte Dings zu finden, dass der Schepper läuft. Womit habe ich das verdient? Wieder ein Tier. Aua! Noch ein Glockenturm, Bruder. Bist fast so heiß drauf, Pagan verstummen zu lassen wie ich. Ja, okay. Oh, dann ist Wasserfall schick. Kann den aber leider nicht mitnehmen. Oh, na, Kleiner. Ah, scheiße, ich hätte den mit dem Messer töten sollen. Wenn wir doppelte Ausbeute bekommen. Hier noch einer, den brauchen wir bestimmt noch. Um skillen oder so. Dann laufen wir mal den Rest zu Fuß. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Würde ich die Meinung ein bisschen jagen. Gyrokopter helfen uns halt später sehr beim 100% Run, ne? Aber dann auch, wo es die hochgelegenen Orte oder so einfach nur abfliegen muss. Das hat ein gutes Stück einfacher als zum Beispiel in Far Cry 3. Der da oben, bevor der despawnt, weil von dem können wir doppelte Ausbeute. Also wieder speichern, falls wir in dem Internet wieder abkackt. Wenn wir irgendwas Relevantes gemacht haben, müssen wir echt danach immer kurz speichern. Oh, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Gesundheitsspritzen wären worth. Haben wir aber leider noch keine. Ah, Jagdspritze. Hyra Fashion Week. Fuck. Um langsam zwei Gesundheitsfelder manuell zu heilen, das ist gut. Man kann Gesundheitsspritzen herstellen. Feldspritzen erneuern für Gesundheitsfelder. Ich bin zu doof, das zu sehen. Moment, Netzwerkfehler. Viertes HP-Feld, das ist worth.
Erstmal dafür sorgen, dass wir AP haben. So, rein in die Herstellung. Höherbeutel. Im Rothundfell. Ja, brauchen wir das nicht? Okay, das war Schluss. Heißt viel aushält, ne? Bin gleich beim Questgeber und haben keine Muni mehr. Ja, beim Questziel. Ganz schlecht. Alter. Jetzt haben wir keine Muni mehr. Mit dem Königstier fällt irgendwas anfangen. Munitionstasche. Aber richtige Munitionsbeutel ist, wenn man Wildschwein haut. Da müssen wir drauf gucken. Und irgendwo vor dem Questziel noch ein Shopkeeper. Ich sehe aber gerade, dass das schwer wird. Okay, müssen wir hoffen, dass uns noch ein Sherpa über den Weg läuft. Sonst wird das eine Stealth-Mission. Inkompetent wie in Far Cry 3. Von der Straße würde ich ganz gerne weg, um hier kein Beef anzufangen. Wenn die Hoffnung, da wo Truhen sind, dass da auch Munition ist. Vermeintliche Rebellenfracht. Oh Gott. Wir haben einen Frachttruck gesehen, der in Richtung Süden raste. Wegen der Rebellencamps in der Gegend gingen wir davon aus, dass es sich um einen Truck des Goldenen Pfads handelt. Nachdem wir ihn von der Straße gedrängt hatten, stellt sich heraus, dass es nur Dorfbewohner waren, die hier so transportierten. Die Leichen konnten nicht identifiziert werden, also konnten wir ihre Angehörige nicht informieren. Natürlich nicht. Natürlich konnten die Leichen nicht identifiziert werden. Ach, das ist keine Fragezeichen-Mission, das ist ein Collectible, ne? Ah ne, das ist ein Ort. Alter. Aber da ist doch noch irgendwas. Ich konnte unter Wasser jetzt nicht messern gerade. Bin sofort nochmal runter. Wenn wir gerest sind. Leider nichts. Ich sehe zumindest aktuell nichts. Au. Oder was? Ach, da, lol. Ah, das war eine Jalungenmaske, okay. So. Oh, Questgebiet. Ja, scheiße. Okay, dann machen wir das jetzt mit ultra wenig Munition.
Schützenmarken sind voll. Vergiss nicht, hau über das Vorbrat deine Marken auszugeben, okay? Oh, wir werden gleich mal direkt nutzen, aber da sind Freunde, das ist schon mal was Gutes. Lage des goldenen Pfads. Okay. Habt ihr bestimmt auch einen Shop, oder nicht? AJ, schön dich zu sehen. Wir sind den Rebellen deine Dienste an. Nimm dir die Minen oder geh an das Geschütz. Zeig mir es denen. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Five miteinander kommunizieren. Sie können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für eine Sekunde markiert, bevor die Markierung verschwindet. Wir können Raubtiere beschwören, die dich anstelle von Soldaten angreifen. What the fuck? Würde sie, um ihre Beschwörung aufzuheben. Alles klar. Ah, nochmal ein bisschen Muni. Weit her. Macht euch auf alles gefasst. Minen platzieren könnte man natürlich, ne? Wo sind die denn? Auf null. Haben uns zumindest hier in die Linie gelegt. Und jetzt gehe ich da ins MG. Unten sehe ich leider noch nichts. Denkt an das, wofür wir kämpfen. Oh, von hinten. Alter. Wir müssen mal nach da oben verteidigen oder so. Wie gescheitert. Wie zu viele Rebellen sind gestorben. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn anders machen? AJ, schön dich zu sehen. Mein Leben für mein Land. Denk dran, die können von überall kommen. Gehe ich die jetzt hier oben hin? Hier waren die irgendwie mehr worth. Macht euch auf alles gefasst. Lieber sterben, als ein sein. So, aber jetzt möchte ich ganz ehrlich auch was machen, Jungs, wa? Schneller, sie werden bald hier sein. Es sind Jäger! Da kommen Jäger! Das sind Jäger! Die sind schnell und schwer auszumachen. Sie kommen aus dem Westen. Jau, kein Gegner. Wo sind noch welche? Warum? Oben schnell. Na komm. Und keine Muni mehr. Ey. Willst du mit so wenig... Willst du mit so wenig Munition was machen? Ja, Jungs, ich arbeite dran. Ich höre eine Granate.
ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Reichen Camp Alpha. Okay, erstmal nochmal zu mitnehmen. Wo Pagan diese Männer findet. Sie haben Fähigkeiten, die kaum zu glauben sind. Okay, Camp Alpha. Die eigentlich gerade snipen. Da brennt einer. Leck mich am Arsch, pass doch auf! Das ist spannend, ich hab dir gerade den Arsch gerettet, du Wichser. Oh, ein Colette! Ne, fast. Oh ja. Hab nämlich mit. Aua. Na komm. Nimm auch mit. Komm, wir müssen auch mal rauchen. Ja, da hinten war dann auch schon. Au. Alter, hab ich gerade die Spinne gebissen. Eine Spinne gebissen, ja. Mob dazu, Alter, noch mal eine Schlange. Hallo. Ah. Ich rate mal, die Jungs können uns wahrscheinlich auch nicht ransneaken, ne? Boah, und dringend mehr Munition, Alter. Das ist ja nicht normal. Sabah? Erledigt. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich wusste, du schaffst es. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyras. Oh, was?